So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn der große Samyang-Nudeltest geht weiter. Ihr kennt alle Samyang, die besten Ramen-Nudeln der Welt. Kann man auch Instant-Nudeln sagen, Ramen-Nudeln steht immer ganz groß. Ramen, ja. Wir haben hier ein dickes, fettes Paket bekommen gehabt in der Fanpost. Und das fand ich so genial, weil hier in der Fanpost gab es einfach alle Samyang-Sorten auf einmal. Das sind 10 verschiedene, die haben wir jetzt letztes Mal aufgemacht, haben schon mal ein paar getestet. Wir wollen natürlich heute weitermachen. Wir haben also die Bulldog Cheese getestet. Wir haben die Bulldog Carbonara getestet. Wir haben die Bulldog Curry getestet. Und heute möchten wir uns die Packung rausziehen. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Hier steht zum Beispiel drauf, Samyang Bulldog Light. Ja? Wie immer habt ihr ein fetziges Design. Wie immer habt ihr ein fetziges Design. Wie immer ist hier so ein Hühnchen drauf. Denn insgesamt sind das alles Hot Chicken Flavor. Das ist Light. Das heißt, was ist denn die normale Bulldog-Sorte? Vielleicht die schwarze? Und wenn das die Light-Version ist, deswegen ist sie zur Hälfte schwarz, aber dann hier auch hell. Weil das die schwarze ist, nur gesünder, mit weniger Kalorien, weniger Fett, weniger irgendwas, keine Ahnung, steht alles hier unten mit dabei. Non-fry, die sind also nicht frittiert, less spicy, 40% weniger scharf, die kannst du ja gleich weghauen, und weniger Kalorien, nämlich 28%. Then Regular Bulldog Ramen. Abgesehen davon sind es ganz normale Bulldog Ramen Nudeln. Die wollen wir jetzt natürlich testen. Weil ihr wisst, die roten, die too spicy, sind ja die schärfsten. Die werden wir ganz am Ende dann wieder uns reinziehen. Alles Schatz. Dann sind, wenn too spicy die schärfsten sind, dann sind schwarz vielleicht die ganz normalen. Das andere sind ja immer besondere Sorten. Und dann sind das halt die Light-Version. So ergibt das irgendwie alles Sinn. Hier habt ihr auch diesmal ein blaues Tütchen drin. Ihr habt hier wieder einen Soßenbeutel dabei. Und dieses Netz sieht heute auch anders aus. Dieses Nudelnetz. Normal ist es immer ein richtig dicker Klopper, aber das wirkt schon weniger. Riecht total intensiv. Riecht wie altes Heu. Richtig intensives altes Heu. Die hauen wir jetzt auf jeden Fall in den Topf und melden uns gleich zurück, wenn die fertig sind, und schauen mal, wie die schmecken. So, die Nudeln sind also fertig. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Nicht so zerkocht wie beim letzten Mal. Schön hier ganze Nudelbaste hier. Das ist sogar alles noch richtig schön zusammenhängend wie ein Gitternetz. Wir wollen jetzt mal hier das drauf machen, weil ich nicht weiß, was da drin ist schon wieder. In dem komischen blauen Tütchen. Im Endeffekt sind es wieder Algen oder sonst was. Algen und Sesam. Wir halten das jetzt mal hier hoch und zeigen euch das mal so. Ja, den Sesam sieht man ganz deutlich. Und die Algen kommen jetzt auch gut zum Vorschein. Da sieht das nicht genial aus. Hier der Soßenbeutel jetzt aber. Dürfte jetzt nicht so schlimm sein. Ich meine, wer die Too Spicy kennt und dann die normalen anderen isst, sich jetzt mit der Light-Version probiert, der dürfte ja jetzt lachend umfallen. Vor lauter Lachen. Ich weiß ja nicht, wie ich den Beutel jetzt aufschneiden soll. Da fliegt die ganze Soße immer rum. Denn egal, wie scharf die Soße ist, die ist auf jeden Fall immer extrem richtig dunkelrot und richtig kräftig. Und ihr saut euch immer alles komplett zu. Deswegen schmeißen wir jetzt die Soße hier drauf. Das sieht dann ungefähr so aus. Ist auch wieder ein bisschen dickflüssiger. Nicht so krass wie bei dem Curry. Bei dem Samyang Bulldog Curry. Das war ja richtig sämig. Das war ja richtig mega. Das war ja richtig Pflaumenmus-mäßig. Das ist ein bisschen flüssiger. Aber irgendwie trotzdem auch so mus-mäßig. Keine Ahnung. Ich fand immer noch die ersten bei Too Spicy oder so, die waren irgendwie flüssiger. Die haben sich zwar überall dann auch so rumgehangen. Wir müssen das jetzt alles hier rummachen. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Sonst habe ich das meistens eh zu lange stehen lassen, dass das schon alles wieder halb kalt war. Aber ihr wisst, Schärfe wird natürlich durch Wärme verstärkt alles.
Wenn ihr also irgendwas habt, was euch zu scharf ist, lasst es einfach stehen. Probiert es dann mal, wenn es total abgekühlt ist. Dann knallt das nicht mehr so rein. Das reizt sonst die Rezeptoren. Schmieren das jetzt hier noch ein bisschen rum, dass das ordentlich alles in Soße verteilt ist. Und Pupsi hat bisher immer gesagt, alle Sorten bisher, die sie hatte, waren ja irgendwie zu scharf. Sie hat auch letztens ein Tütchen Carbonara, musste gleich wieder bei jeder Gabel Milch dazu trinken. Bin ich jetzt mal gespannt, wie diese Light-Version schmeckt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Für die Leute, die also mal so Samyang essen möchten, aber die Schärfe nicht vertragen, wäre das dann sicherlich eine optimale Lösung. Wenn es denn nicht so scharf ist. Was heißt 40% weniger? Tot? 40% weniger tot ist noch halb lebendig, ja? Nee, halb nicht, dann wäre es ja 50. Und vor allem sind das immer so, ich liebe das. Du hast einfach so viel Nudel mit Eiweil im Mund, ja? Das kennst du sonst nur aus anderen Formaten. So, wir ziehen mal hier jetzt was ab und fangen mal an. Ich finde nur immer keinen Anfang bei den Nudeln. Okay. Oh. 40% weniger, die sind aber trotzdem noch mega scharf. Beziehungsweise für mich, okay, so zum Essen merkst du halt, aber ich glaube wirklich, dass Pupsi da auch wieder sagen würde, dass es ihr vielleicht zu scharf ist. Was ich jetzt schon ganz deutlich merke, die Nudeln sind viel dünner, sind viel leichter, wirkt dadurch irgendwie weniger. Die anderen, die waren richtig dick und fett. Das hier ist so richtig wie kleine dünne Spaghetti. Dadurch hast du auch gar nicht so viel zum drauf rumkauen, wie du sonst gewohnt bist. Aber geschmacklich trotzdem top. Die sind schön sausiert. Sind einfach mega lecker immer noch. Wenn du dir den Magen nicht ganz so kaputt machen willst, würde sogar die Light-Version reichen. Die haben trotzdem eine richtig angenehme Schärfe. Aber du hast keinen Schluck auf, du hast keinen Augentränen. In dem Sinne, du merkst trotzdem die Schärfe. Nehmen wir hier noch eins. Also ich muss sagen, für mich sind die ganz weit mit vorne dabei. Bei Curry fand ich, ist okay, kann man mal essen, aber mir ist trotzdem diese extrem aufdringliche Currynote etwas zu viel. Wer richtig auf Curry steht, der kommt da voll auf seine Kosten. Aber für mich Curry war halt zu sehr Curry, ja. Da vermisse ich den normalen Geschmack von den Nudeln. Cheese immer noch beste, Cheese so eine geile Kombination, Carbonara, wo ja eigentlich auch Käse mit bei war, war mir ein bisschen zu kräutermäßig, weil da waren lauter so grüne Kräuterteile mit drin. Das wäre für mich jetzt Platz 2 momentan aus dem Test. Platz 1 Cheese, Platz 2 Light, Platz 3 Curry, sagen wir mal, und Platz 4 Carbonara. Die meisten, die gesagt haben, wenn du Cheese gefeiert hast, wirst du Carbonara lieben, aber ich weiß nicht, ich konnte mit Carbonara jetzt trotzdem nicht so viel anfangen. Also Cheese und Carbonara für mich trotzdem ein riesengroßer Unterschied. Ich nehme jetzt nochmal eine Gabel hiervon zum Abschied. Dann lasse ich Pupsi auch mal eine Gabel probieren. Es ist halt leider nicht mehr viel da, deswegen mache ich mir in letzter Zeit immer 2 Packungen, wenn ich sowas esse. Ansonsten der Geschmack wieder on top, wunderbar, so muss das sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle restlichen Sorten. Und wenn ihr mir noch ein paar Samyang-Nudeln schicken wollt, könnt ihr mal in die Wunschliste gucken, bei mir die Amazon-Wunschliste. Da habe ich immer Samyang-Päckchen rein. Wer mir was Gutes tun will, kann mir da mal was drüber bestellen. Ansonsten ordere ich mir die natürlich selber, weil ich finde die einfach verdammt geil. Habt ihr die auch schon mal probiert? Kennt ihr Samyang? Schreibt es mal rein. Bis nächste Woche beim nächsten Päckchen Samyang-Nudel-Test. Bulldog, Samyang-Bulldog. Irgendwas, keine Ahnung, was da noch rüberkommt. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.